Kein anderer britischer Regierungschef prägte sein Land so nachhaltig wie sie. Margaret Thatcher, die eiserne Lady, forderte 11 Jahre lang alle heraus. Ihr Volk, ihre eigene Regierung und Europa. Am 13. Oktober 2005 ist sie 80 Jahre alt. Eine meiner ersten Erinnerungen ist das 25-jährige Thronjubiläum von King George und Queen Mary 1935. Margaret Hilda Roberts wird 1925 in Grantham geboren. Sie ist die zweite Tochter von Alfred und Beatrice Roberts. Unser Zuhause war sehr eng, es gab keinen Komfort. Wir hatten nur einen Kaltwasserhahn und mussten das Wasser im Topf aufkochen. In der Wohnung war kein WC, aber alles war absolut sauber. Es glänzte überall. Uns wurde beigebracht, dass Sauberkeit gleich nach Gottesfurcht kommt. Ihr Vater Alfred ist Margarets großes Vorbild. Fleiß, Ehrgeiz und harte Arbeit dominieren sein Leben. Die Familie besitzt ein kleines Lebensmittelgeschäft in Grantham in Lincolnshire. Mutter Beatrice steht hinter der Kasse. Von den beiden Töchtern wird nach der Schule Mithilfe erwartet. In meiner Familie stand Arbeit an erster Stelle. Uns wurde vorgelebt, dass Arbeit das Wichtigste ist. Deshalb haben wir alle gearbeitet. Margaret ist eine hervorragende Schülerin. Sie gewinnt Preise für Klavier und Rhetorik. Sie spielt Hockey. Ihre Lieblingsfächer sind Mathematik, Chemie und Physik. Es gab nicht viel Spaß in meinem Leben. Als Frau ist sie von den traditionellen Netzwerken zukünftiger Politiker ausgeschlossen. Sie geht zu den jungen Konservativen und findet hier ein neues Zuhause. Man sagte, ich war an Politik interessiert. Ich war mehr als interessiert. Ich war fasziniert. Es ließ mich nicht mehr los. Much more the real thing. 1945 feiert auch ihr Heimatort Grantham das Ende des Krieges. Zu ihrem großen Entsetzen wird Winston Churchill, der Kriegskanzler und nationale Held, und seine konservative Regierung abgewählt. Die Labour Party ergreift die Macht. Margaret beschließt, Politikerin zu werden. Meine Mutter fragte Margaret, was sie nach ihrem Studium machen will, und sie antwortete, ich möchte Parlamentsabgeordnete werden. Damals hat es bei mir zum ersten Mal Klick gemacht. Das wollte ich werden. 1947 schließt Margaret Thatcher ihr Chemiestudium ab. Ich gratulierte ihr und sie sagte, Chemie ist nicht das Richtige für die Politik. Ich sollte Jus studieren. Das Studium verschiebt sie. Sie muss Geld verdienen und nimmt eine Reihe von Jobs als Chemikerin an. Das Team, in dem sie eine Zeit lang arbeitet, erfindet das Softeis. Right, all together, boys and girls, here we go. Howdy, ho! Ihre Freizeit verbringt Margaret mit den jungen Konservativen. Die Feriencamp-Stimmung gibt den jungen Leuten die Chance, sich kennenzulernen. Margaret Roberts hinterlässt Eindruck. Sie ist ein rhetorisches Talent. Bei den Wahlen 1950 wird sie von den Tories als Kandidatin für Dartford in Kent ins Rennen geschickt. Sie ist erst 23. Dennis Thatcher, ein überzeugter Konservativer, bietet seine Hilfe im Wahlkampf an. Er führt den familiären Malerbetrieb, ist 36, geschieden und von hohem gesellschaftlichem Ansehen. Nach ihrer bescheidenen Kindheit eröffnet sich für Margaret eine völlig neue Welt.
Doch sie lässt sich nicht ablenken. Im Wahlkampf setzt sie auf Innenpolitik und propagiert, was alle guten Hausfrauen machen würden, wenn das Geld knapp ist, auf ihr Konto zu achten. Sie will aufrütteln und warnen vor einem neuerlichen Sieg der Labour Party. In Dartford findet Margaret Roberts ihre wahre Berufung. Man rief ihr zu, sie sollte eigentlich zu Hause sein und kochen und putzen und diese Arbeit den Männern überlassen. Am 13. Dezember 1951 heiraten Margaret Roberts und Dennis Thatcher. Für die Kaufmannstochter ist die Hochzeit mit dem wohlhabenden Geschäftsmann aus London der Aufstieg in die britische Oberschicht und der Einstieg in das politische Establishment. Die Thatchers lassen sich in Dennis' Wohnung im noblen Stadtteil Chelsea in London nieder. Im August 1953 werden die Zwillinge Carol und Mark geboren. Frauen sind in dieser Zeit im politischen Leben kaum vertreten. Dass eine Mutter eine politische Karriere anstrebt, ist für viele nicht nur unfassbar, sondern ein völlig absurder Gedanke. Noch ist Politik eine männliche Domäne. There were still people. Es waren viele dabei, die dachten, dass dieser Job nur von einem Mann erledigt werden kann und nicht von einer Frau, noch dazu von einer mit Familie. Bevor ich sie traf, hätte ich sicherlich auch keine Frau als Parlamentsmitglied bevorzugt. Ich hätte ihr die Arbeit einfach nicht zugetraut. Mit dem Slogan »Das Leben ist besser mit den Konservativen« schlägt sie drei Männer und zieht als Abgeordnete für Finchley ins Parlament ein. Die Zahl der Parteimitglieder steigt von 12.500 auf über 16.000. Im Oktober 1961 macht Premierminister Harold Macmillan Margaret Thatcher zur Parlamentssekretärin im Rentenministerium. Es ist ihr erster Regierungsjob. Frauen assoziiert man scheinbar immer noch allein mit Sozialpolitik. Frauen sind verantwortlich für Gesundheit, Haushalt, Renten und Erziehung. Das alles hat mit Fürsorge oder mit Kindern zu tun. The Queen has asked me to form the next government. Bei den Wahlen 1970 gewinnen die Tories. Unter dem neuen Premierminister Ted Heath wird Margaret Thatcher Ministerin für Erziehung und Wissenschaft. Sie ist die einzige Frau im Kabinett. Nur ein Jahr später trifft Margaret Thatcher ihre erste unpopuläre Entscheidung. Um Geld für den Bau von neuen Schulen aufzutreiben, stoppt sie die Gratismilch für die über 7-Jährigen. Das Volk ist empört. Obwohl die ganze Regierung den Beschluss mitträgt, wird Margaret Thatcher dafür verantwortlich gemacht. Über Nacht wird sie vom Covergirl zur Persona non grata. 3 Jahre später, im Winter 1973, bricht Chaos aus in Großbritannien. Der steigende Ölpreis und Streiks der Bergarbeiter bringen Regierungschef Edward Heath in Bedrängnis. Er verordnet die 3-Tage-Arbeitswoche. Die Briten müssen wegen Stromsperren bei Kerzenlicht einkaufen. Mit Lohn- und Preiskontrollen versucht Heath, die Streikenden zu zähmen. In einer vorgezogenen Neuwahl im Februar 1974 versucht Edward Heath, die Mehrheit im Parlament aufzubessern. Vergeblich. Er verliert die Wahlen. Die Labour Party erringt die Mehrheit der Sitze. Neuer Premierminister wird Harold Wilson. Nach diesem Debakel steht Heath nun auch als Parteiführer der Tories schwer unter Beschuss. Man kann leicht sagen, wir sollten ihn loswerden, aber dann stellt sich die Frage, wer übernimmt seinen Platz? Margaret Thatcher nutzt die Gunst der Stunde. Sie schlägt Ted Heath, jedoch nicht mit der nötigen Stimmenmehrheit. Eine zweite Wahl wird angesetzt. Auch andere könnten so weit kommen wie ich. Ausschlaggebend war, dass ich nicht gezögert habe. Hätte es zu diesem Zeitpunkt einen entsprechenden männlichen Kandidaten gegeben, hätte ich wahrscheinlich für ihn gestimmt. Margaret Thatcher lädt das Fernsehen zu sich nach Hause ein und präsentiert sich als Ehefrau und Mutter. Konkurrent Willie Whitelaw kann mit ihren weiblichen Tugenden nicht mithalten.
Margaret Thatcher wird die erste Frau an der Spitze einer britischen Partei. Es wurde nie darüber geredet, aber es war sehr viel Hochnäsigkeit und männlicher Chauvinismus vorhanden. Ihr Spitzname war Hilda, ihr zweiter Vorname. Hilda stand für die untere Mittelschicht. Man nannte sie nicht Maggie oder Mrs. T, sondern Hilda, und das war nicht freundlich gemeint. Gleich bei ihrem ersten Parteitag macht sie sich über den kleinen Unterschied zwischen der alten und der neuen Führung lustig. Als Parteiobfrau der Tories kann sie nun erstmals ihre Ideen politisch umsetzen. Ihr Weltbild war relativ simpel. Bilanzausgleich, Familie, nationaler Stolz, Patriotismus, die Exekution der Gesetze, alle Polizisten sind ehrlich. In ihrem amerikanischen Amtskollegen Ronald Reagan findet sie einen Verbündeten. Mit ihm teilt sie die Abneigung gegen den Kommunismus. Von Beginn an attackiert Margaret Thatcher die kommunistischen Bösewichte. In einer Rede im Jänner 1976 warnt sie vor der russischen Weltherrschaft. Die sowjetische Presse reagiert prompt und bezeichnet sie als eiserne Lady. Margaret Thatcher ist stolz darauf. Heute Abend stehe ich vor Ihnen in meinem roten Sternchiffon-Abendkleid. The Iron Lady of the Western World. 1978. Erneut lähmen Streiks das Land. Die regierende Labour Party kommt in Bedrängnis. Die Müllabfuhr hat ihre Arbeit niedergelegt. Züge stehen still und auch die Totengräber streiken. Premierminister James Callaghan ruft für Mai 1979 Neuwahlen aus. Es ist eine der aufregendsten Wahlen in der Geschichte Großbritanniens. Mit Spannung erwarten die Briten das Ergebnis. Die Konservativen werden stimmenstärkste Partei. Margaret Thatcher, Großbritanniens erste Premierministerin. Wo Uneinigkeit herrscht, bringen wir Harmonie. Wo es Irrtum gibt, bringen wir Wahrheit. Mir war schon schlecht von diesem Spot, weil er so untypisch war für Margarets Einstellung. Wo Zweifel herrscht, bringen wir Glauben. Und wo es Verzweiflung gibt, bringen wir Hoffnung. Sie wusste ganz genau, was sie wollte. Und sie war bereit, diesen Weg zu gehen, ohne Rücksicht auf die Bedenken anderer. Großbritannien stehen turbulente Jahre bevor. Für uns war sie immer Mrs. Thatcher oder Mrs. T. Aber in dem Augenblick, als sie Premierministerin wurde, sah sie auch aus wie eine Premierministerin. Ihre Gestalt veränderte sich, als sie in Downing Street No. 10 einzog. 48 Stunden nach ihrem Wahlsieg beruft sie die erste Kabinettssitzung ein. Sie war sehr vorsichtig, entgegenkommend. Sie wollte niemanden ausschließen und alle unterschiedlichen Gruppierungen in der Partei mit einbeziehen. Deshalb war sie in ihrem eigenen Kabinett in der Minderheit. Kollegen und Anhänger ihres Vorgängers Edward Heath dominieren die Regierung. Sie war mit ihnen nie wirklich zufrieden. Sie mochte sie nicht und sie hatte das Gefühl, dass auch sie nicht mochten. Ich hoffe, dass sie mich so akzeptieren, wie ich bin, für das, was ich tun kann, nicht als Mann oder Frau, sondern als Persönlichkeit, die aus Leidenschaft das Richtige für Großbritannien machen will. Ich ertrage den Niedergang von Großbritannien nicht.
Margaret Thatcher nimmt die hohe Inflationsrate in Angriff. Innerhalb eines Monats kürzt sie dramatisch die Ausgaben für den öffentlichen Dienst und erhöht die Umsatzsteuer auf 15%, beinahe das Doppelte. Trotz des Widerstands der Opposition ist sie fest dazu entschlossen. Mit dem legendären U-Turn geht sie in die Geschichte ein. All jenen, die mit angehaltenem Atem auf den Lieblingssatz der Medien warten, habe ich nur eines zu sagen. Kehrt um, wenn ihr wollt. Die Lady kehrt nicht um. Margaret Thatcher war eine Kombination aus Überzeugung und Mumm. Wäre sie wie Ted Heath nach 2 Jahren umgekehrt, vergiss es. Forget it. 1980 sind mehr als 2 Millionen Briten ohne Arbeit. Es war ein unangenehmes Thema, die hohen Zinsen, die außer Kontrolle geratene Arbeitslosigkeit, verlorene Industriebetriebe. Es waren schwierige Zeiten. Margaret Thatchers Popularität beginnt zu bröckeln. Im Sommer 1981 erschüttern Gewalt und blutige Ausschreitungen britische Städte. Die Regierung leugnet jeden Zusammenhang mit der hohen Arbeitslosenquote. Premierministerin und Schatzkanzler fordern weitere Kürzungen. Kritische Kabinettsmitglieder tauscht Margaret Thatcher mit ihr wohlgesinnten Politikern aus. Jim Pryor wird nach Nordirland versetzt. Sie sagte, ich brauche gleichgesinnte Menschen um mich. Wir müssen diesen Job erledigen und mit diesem Kabinett geht das nicht. Beim folgenden Parteitag lässt Jim Pryors Nachfolger als Arbeitsminister keinen Zweifel an seiner Einstellung. Ich bin in den 30er Jahren aufgewachsen mit einem arbeitslosen Vater. Er hat nicht randaliert, er hat sich auf sein Fahrrad gesetzt und so lange Arbeit gesucht, bis er eine gefunden hat. Außenpolitisch folgt Margaret Thatcher den USA. Sie ist die erste Regierungschefin, die im Februar 1981 den frisch gebackenen Präsidenten Reagan besucht. Wir in England finden, Sie sind ein wunderbarer Präsident. Nicht leicht, nach ihnen aufzutreten. Der Falklandkrieg trübt die britisch-amerikanische Harmonie. General Galtieri, Diktator der Militärjunta in Argentinien, besetzt im Frühjahr 1982 die Falklandinseln, im unwirtlichen Südatlantik, 500 Kilometer vor der argentinischen Küste gelegen. Kurz zuvor hat Margaret Thatcher als Teil ihrer Einsparungen beim Verteidigungsbudget den Rückzug des Patrouillenschiffes HMS Endurance aus dem Südatlantik angeordnet. Diese Entscheidung kommt sie nun teuer zu stehen. Die Premierministerin lehnte sich in ihrem Stuhl nach vor, fixierte mich mit stählernem Blick und fragte: Admiral, können wir es machen? Ich sagte, ja, wir können und wir müssen. Yes, we can. And I went further and said, and we must. Die Antwort auf ihre Frage, wie lange die Streitkräfte zum Einsatzort brauchen, schockiert sie. 3 weeks? You mean 3 days? 3 Wochen? Sie meinen 3 Tage? Nein, sagte ich, die Inseln sind 8000 Meilen entfernt. Ich meine 3 Wochen. Ich glaube, sie hatte nicht begriffen, dass es am anderen Ende der Welt war. Die Flotte verlässt England 5 Tage später. Ronald Reagan bietet militärische Hilfe an. Doch die USA schwanken zwischen ihrem Verbündeten Großbritannien und ihren Interessen in Südamerika. Es ist eine schwierige Situation für die USA, weil wir mit beiden Ländern befreundet sind.
Sie ist vom Charakter sehr kriegslustig. Sie war genau die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt. Mrs. Thatcher brachte sehr schnell auf den Punkt, welche Gefahren jede Form von Kompromiss in sich birgt, wenn man ein brutales und korruptes Militärregime gewinnen lässt. Sie hatte das von Anfang an im Hinterkopf. Sie hatte vollkommen recht. Präsident Reagan stimmte ihr zu. Deshalb haben wir sie unterstützt. Die Briten erklären das Meer innerhalb von 320 Kilometer rund um die Inseln zur Kriegszone. Am Sonntag, dem 2. Mai 1982, wird der argentinische Kreuzer Belgrano außerhalb dieser Zone gesichtet. Mit ihren Begleitschiffen bewegt sich die Belgrano auf einen britischen Flugzeugträger zu. Wir haben uns gewundert über den Zickzackkurs der Belgrano, aber uns war klar, dass sie den Auftrag hatte, unseren Flugzeugträger zu versenken. Dieses Schiff war eine Gefahr für unsere Männer. Es zu versenken war richtig und ich würde es wieder tun. Menschen sterben. Viele Briten sind empört. Nur in Großbritannien kann man einem Premierminister vorwerfen, ein feindliches Schiff versenkt zu haben. Dieses Schiff war eine Gefahr für unsere Navy. Ich wollte unsere eigenen Männer schützen. Nach dreiwöchigem Kampf und dem Verlust von 255 britischen Soldaten gewinnt Margaret Thatcher den Krieg. 1983, vier Jahre nach ihrem Amtsantritt, ruft Margaret Thatcher Neuwahlen aus. Mit ihrer Wirtschaftspolitik hat sie viel Popularität verspielt. Doch ihr entschlossener Einsatz im Falklandkrieg bringt ihr innenpolitisch großes Ansehen. Bei den Wahlen am 9. Juni 1983 wird sie als Premierministerin bestätigt. Margaret Thatchers zweite Amtszeit bringt neue Probleme, diesmal im Inland. Ihr Sieg über die Bergarbeiter, die über ein Jahr lang für die Erhaltung der Minen gekämpft hatten, demütigt die Gewerkschaften. Sie streicht die Subventionen für ihrer Ansicht nach unwirtschaftliche Bergwerke und bereitet sich auf eine Konfrontation vor. Auf Zügen lässt sie 24 Stunden pro Tag Kohle auf Lagerhalden bringen, um im Bedarfsfall gewappnet zu sein. Im März 1984 verkündet sie erstmals die Schließung eines Bergwerks. Viele weitere folgen. Gewerkschaftsführer Arthur Scargill schlägt zurück. Er fordert gemeinsamen Widerstand gegen den Thatcherismus und ruft ohne Abstimmung innerhalb der Gewerkschaften einen Streik aus. Wir führten Krieg gegen Thatcher, aber gleichzeitig tobte auch unter den Bergarbeitern ein Kampf. Das schwächte uns alle. Es spielten sich furchtbare Szenen ab. Es waren Schlachten wie im Mittelalter. Keine Seite wollte nachgeben. Die Premierministerin findet nur höchstes Lob für den Einsatz der Polizei. Sie hat den arbeitswilligen Bergarbeitern zu ihrem Recht verholfen, sagt sie, und das hat sie fabelhaft gemacht. Sie lässt keinen Zweifel über ihr weiteres Vorgehen. Sie werde niemals mit Leuten verhandeln, sagt sie, die mit Gewalt ihr Ziel erreichen wollen. Neun Monate dauert der Streik und spaltet das ganze Land. Am Ende triumphiert Margaret Thatcher. Aber in Irland kann sie nicht gewinnen. Seit Jahrzehnten währt der Kampf der katholischen Iren für die Unabhängigkeit ihres Landes. Während die protestantische Bevölkerungsmehrheit beim Königreich bleiben möchte, fordern die Katholiken die Wiedervereinigung mit dem Süden und die Unabhängigkeit.
Seit 1969 dreht sich die Spirale der Gewalt. Britische Truppen besetzen den Norden des Landes. Die IRA, die irisch-republikanische Armee, reagiert mit Terror und fordert den Abzug der Briten. Doch Margaret Thatcher verhandelt nicht mit Terroristen. It is not political, it is crime. Das ist nicht Politik, das ist Verbrechen. Kriminelle haben keinen Anspruch, als politische Verhandlungspartner wahrgenommen zu werden. Viele IRA-Häftlinge gehen in den Hungerstreik. Innerhalb von 6 Monaten sterben 10. Sie bestand auf ihre Meinung, dass es sich um Erpressung handelt. Sie meinte, die Häftlinge hätten sich so entschieden. Sie hätten ja jederzeit essen oder trinken können. Für die IRA ist Margaret Thatcher nun Feindbild Nummer 1. Während einer Konferenz der Tories in Brighton zündet die IRA im Grand Hotel eine Bombe. Um 8 Uhr erzählte ich ihr, dass es Tote gegeben hat. Und sie antwortete, die Sitzung beginnt pünktlich um 9. Ich traute meinen Ohren nicht. Die Tatsache, dass wir hier zusammengetroffen sind, geschockt, aber gefasst und entschlossen, zeigt nicht nur, dass dieser Anschlag fehlgeschlagen ist, sondern auch, dass alle Versuche, die Demokratie durch Terror zu zerstören, nicht gelingen werden. Fünf Personen sterben bei diesem Anschlag. Handels- und Industrieminister Norman Tebbit wird schwer verletzt. Seine Frau ist gelähmt. Stets an Margaret Thatchers Seite ist ihr Ehemann Dennis. Während ihrer 11-jährigen Amtszeit erwirbt er sich einen Ruf, um den ihn niemand beneidet. Wir wollten über etwas Heikles sprechen. Und Margaret drehte sich um zu Dennis und sagte, Dennis, du musst jetzt gehen, wir sprechen über etwas Geheimes. Er hat das zur Kenntnis genommen, den Raum verlassen und uns alle auf einen Drink eingeladen. In den 80er Jahren zeichnen sich erste Auswirkungen von Margaret Thatchers Wirtschaftspolitik ab. 3,5 Millionen Briten sind arbeitslos. Die Gewerkschaften waren durch den Verfall der Industrie schwer angeschlagen. Die Arbeitslosigkeit war extrem hoch. Kaum etwas wurde dagegen unternommen. Die Armen hatten damit zu leben. Sie waren arbeitslos, aber leider, Sie wissen ja, schuld waren sie selbst. Setz dich auf dein Fahrrad und tu etwas dagegen. Margaret Thatcher privatisiert staatliche Industriebetriebe wie Gas und Telefon, um die Staatsschulden zu reduzieren. Die Mieter in sozialen Wohnsiedlungen können ihre Wohnungen nun kaufen. Ihre Politik ist umstritten, doch jene, die Geld haben, bekommen die Chance, Hausbesitzer oder Aktionäre zu werden. 1986, Michael Heseltine hat sich in seiner 3-jährigen Amtszeit als Verteidigungsminister zu einem mächtigen Konkurrenten für Margaret Thatcher entwickelt. Von Anfang an misstraute Margaret Thatcher Michael Heseltine. Bei der Übernahme eines britischen Hubschrauberherstellers eskaliert der Konflikt. Michael Heseltine bevorzugt ein europäisches Angebot, Margaret Thatcher ein amerikanisches. Der darauffolgende Disput führt zu Michael Heseltines spektakulärem Abgang im Jänner 1986. Es wäre falsch, in diesem Moment etwas zu sagen. Ich trete zurück und werde mich später dazu äußern. Ein mächtiger Rivale verlässt die politische Bühne. Trotz aller Turbulenzen gewinnt Margaret Thatcher im Mai 1987 ein drittes Mal die Wahlen. Russland befindet sich im zweiten Jahr von Perestroika und Glasnost. Mit der Einführung der Reformpolitik erlangt der nunmehrige Vorsitzende der KPDSU, Michail Gorbatschow, die Sympathie der Eisernen Lady. Er ist ein Kommunist, mit dem man verhandeln kann.
Margaret Thatcher präsentiert sich als Vermittlerin zwischen der Sowjetunion und den USA. Gorbatschow wusste, wie standfest sie ist. Sie hat zum Ende des Kalten Krieges viel beigetragen. Im Gegensatz zu ihren Beziehungen zu Russen und Amerikanern ist Margaret Thatchers Umgang mit den europäischen Ländern nicht gerade von hoher Diplomatie gekennzeichnet. Mit der EU steht sie auf Kriegsfuß. Als 1957 sechs Staaten die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft EWG gründen, gehört Großbritannien nicht zu den Unterzeichnern. 1973 tritt Großbritannien der Europäischen Gemeinschaft bei. Margaret Thatcher gehört zu jenen, die den Beitritt unterstützen. Doch dann ändert sie ihre Meinung. Ich glaube nicht, dass Margaret Thatcher die Europäer respektiert. Sie findet sie nicht besonders sympathisch. Beim EU-Gipfel in Frankreich im Jahr 1984 erreicht Margaret Thatcher mit dem legendären Satz »Ich will mein Geld zurück« den bis heute gültigen Britenrabatt. Die Rückzahlung jener Beträge, die Großbritannien mehr in den europäischen Topf einzahlt, als es in Form von Subventionen erhält. Sie war sehr aggressiv. Helmut Schmidt mochte die schrille Art, wie sie ihr Geld zurückforderte, nicht. Er streckte sich auf seinem Stuhl aus und schloss die Augen. Sie sagte Dinge, die sich kein anderer Regierungschef getraut hätte. Sie war vollkommen ungeniert. Mit Jacques Delors, Präsident der Europäischen Kommission, teilt sie die Vision von einem Europa ohne Handelsgrenzen. Erst begrüßt sie den Abbau sämtlicher Handelsschranken, dann erscheint ihr die vom EU-Kommissionspräsidenten vorangetriebene einheitliche europäische Akte plötzlich als Bedrohung der Souveränität der einzelnen Staaten. Schließlich unterzeichnet sie doch. Einen Moment lang hat sie überlegt, ob sie unterzeichnen soll oder nicht. Die Sitzung wurde kurz unterbrochen. Dann kam sie zurück und akzeptierte definitiv die einheitliche europäische Akte. Die Aussicht auf einen großen gemeinsamen Markt, der im Einklang mit ihrer Wirtschaftspolitik steht, erschien ihr wichtiger als die paar Konzessionen, die sie machen musste. Sie wusste ganz genau, was sie unterschrieben hatte. Es war kein Verzicht auf Souveränität, es war ein gut überlegter Kompromiss. Kurz danach bezichtigt sie Jacques Delors der bewussten Täuschung. Wir haben den Einfluss des Staates nicht erfolgreich zurückgedrängt, um ihn auf europäischer Ebene durch die Vorherrschaft eines europäischen Superstaates von Brüssel aus wieder gestärkt zu sehen. Ihr Zickzackkurs in der Europapolitik verärgert ihre eigene Regierung und spaltet die eigene Partei. Mit katastrophalen Folgen. Ihre ältesten Verbündeten und ihre Minister sind sauer. Die Wirtschaft ist schwer angeschlagen. Die Inflationsrate steigt. Die Zinsen haben sich innerhalb eines Jahres beinahe verdoppelt. Schatzkanzler Nigel Lawson meint, durch einen gemeinsamen Währungskurs die Inflation in den Griff zu bekommen. Doch die Premierministerin lehnt jede weitere Verflechtung mit Europa ab. Ich bin gegen eine gemeinsame Währung. Sie ist bereits einmal kollabiert. Mir war klar, dass der tiefe Graben zwischen der Premierministerin und dem Schatzkanzler keine Übertreibung war. Keine Regierung hält so etwas lange aus. Mai 1989. Margaret Thatcher ist seit 10 Jahren im Amt. Die Beziehungen zwischen der Premierministerin und ihren beiden Ministern Geoffrey Howe und Nigel Lawson erreichen einen Tiefpunkt. Kurz vor einem Gipfeltreffen der EU fordern beide Großbritanniens Beitritt zur Europäischen Währungsunion. Wütend setzt sie Geoffrey Howe als Außenminister ab.
Sie dachte, er hätte schon zu viel Zeit mit den anderen europäischen Außenministern in der Sandkiste gespielt und sei deshalb von ihnen infiziert worden. Das war ein Schock, weil man mich in dem Glauben beließ, dass so etwas niemals passieren wird. Sie hat mich niemals mehr ins Vertrauen gezogen und mich zunehmend isoliert. Dann geht Nigel Lawson. Die Differenzen zwischen ihm und Margaret Thatcher in der europäischen Währungspolitik führen zum freiwilligen Rückzug des Schatzkanzlers. Ich glaube, Nigel hat eine Ausrede gesucht wegen der Inflation, die er geschaffen hat. Margaret Thatchers Popularität erleidet unter dem Abgang ihrer beiden Minister einen schweren Schlag. Ihren nächsten großen Fehler macht sie beim Fall der Berliner Mauer im November 1989. Sie setzt sich vehement gegen die Wiedervereinigung von Deutschland ein und warnt eindringlich vor einer neuen europäischen Supermacht. Sie hoffte auf Rückenstärkung und betonte die Gefahr einer deutschen Wiedervereinigung. Sie forderte Widerstand, doch sie bekam ihn nicht. Die nicht vorhandene Kompromissbereitschaft führt zwangsläufig zu Konflikten und Spaltungstendenzen. Ihre engsten Verbündeten wenden sich ab. Zur selben Zeit führt die nun bereits seit mehr als einem Jahrzehnt amtierende Premierministerin die Kopfsteuer ein. Alle Briten sollen ungeachtet ihrer persönlichen Verhältnisse denselben Steuerbetrag abführen. 18 Millionen Briten weigern sich, die Steuer zu zahlen. Es kommt zu gewalttätigen Protesten. Ich erklärte Margaret Thatcher, dass der König in seinem Schloss genau dasselbe bezahlen muss wie der Bauer in seiner Keusche. Sie sagte nur, das ist nicht wahr. Whereupon Mrs. Thatcher arched, I think is the only term, and said, that is not true. Die Einführung der Kopfsteuer ist der Anfang vom Ende ihrer Amtszeit. Die schwersten Ausschreitungen seit einem Jahrzehnt erschüttern London. Im ganzen Land finden Demonstrationen statt. Doch der Protest richtet sich nicht nur gegen die Kopfsteuer. Er ist die Antwort all jener, die sich seit Jahren von der Politik Margaret Thatchers benachteiligt sehen. Auch die beiden neuen Minister, Schatzkanzler John Major und Außenminister Douglas Hurd, befürworten einen Beitritt zur Europäischen Währungsunion. Margaret Thatcher kann sich den Abgang weiterer Minister nicht leisten. Doch sie ist zornig, kritisiert Europa und die Politik der EU und attackiert Jacques Delors. Der Präsident der EU-Kommission, Herr Delors, äußerte bei einer Pressekonferenz, dass das Europaparlament das demokratische Gremium der Gemeinschaft sein soll. Er will, dass die Kommission die Regierungsgeschäfte führt. Jeffrey Howe saß neben ihr und in seinem Gesicht stand der Zorn geschrieben. Er war wirklich bestürzt. Ich war geschockt und hatte das Gefühl, dass unsere Stellung in Europa vollkommen ruiniert war. Zuerst konnte ich es gar nicht glauben. Zwei Tage danach erklärt Jeffrey Howe, ihr am längsten dienendes Kabinettsmitglied, seinen endgültigen Rücktritt. Die Haltung der Premierministerin zu Europa ist ein wachsendes Risiko für die Zukunft unseres Landes. Die Worte waren tödlich. Jeder einzelne Satz traf exakt den Punkt. Jetzt müssen andere überlegen, wie sie auf diesen tragischen Loyalitätskonflikt reagieren, gegen den ich viel zu lange angekämpft habe. Am Tag danach wagt sich der ehemalige Verteidigungsminister Michael Heseltine aus der Deckung. Er fordert Margaret Thatchers Job und kündigt an, sich als Parteiführer zu bewerben. Ich habe den Fraktionsführer und den Vorsitzenden des Wahlkomitees informiert, dass ich als Kandidat zur Verfügung stehe. Zwei Tage vor den Wahlen reist Margaret Thatcher zu einem europäischen Sicherheitsgipfeltreffen nach Paris. Sie bekommt nicht genügend Stimmen und geht in eine zweite Runde. Am darauffolgenden Tag kehrt sie nach London zurück. Ich versuchte ihr zu erklären, dass sie keinerlei Chance hatte.
Kein General kann kämpfen, wenn er keine gute Armee hinter sich hat. No general can fight without a really good army behind. Am nächsten Tag tritt sie zurück. You don't take a decision like that. Niemand trifft eine solche Entscheidung leichtfertig, ohne dass einem das Herz bricht. Kurz danach steht sie dem Oppositionsführer im Unterhaus gegenüber. Ihr Auftritt bei dieser letzten Debatte war wahrscheinlich ihr allerbester. Wenn der Rhetorik der ehrenwerten Herren die Luft ausgelassen wird, was bleibt davon übrig? Es gab keine alternative Politik, trotz vieler undurchsichtiger Worte. Sie war unvorbereitet und hatte sich nur ein paar Notizen gemacht. Aber sie war fuchsteufelswild und es war ihr völlig egal, was sie sagte. Sie wollte den Tories nur beweisen, welchen riesen Fehler sie gemacht haben. Und das machte sie gut. And she did very well. Ladies and gentlemen, we're leaving Downing Street for the last time. Nach 11,5 wunderbaren Jahren verlassen wir jetzt Downing Street. Wir freuen uns, dass wir Großbritannien in einem viel besseren Zustand hinterlassen, als wir es vor 11,5 Jahren übernommen haben. Margaret und Dennis Thatcher lassen sich in der Nähe eines Golfplatzes im Süden von London nieder. Die ehemalige Premierministerin wird zur Baroness geadelt und erhält einen Sitz im Oberhaus. Von dort setzt sie ihren Feldzug gegen zu enge Bindungen an Europa fort und poltert gegen die Regierung ihres Nachfolgers John Major. Die Vorstellung, dass sie plötzlich ein Schweigegelübde ablegt und ihre Meinung nicht mehr kundtut, schien mir schlichtweg lächerlich. Das war absolut unmöglich. Margaret Thatcher ist eine jener wenigen politischen Leitfiguren, die ihre Zeit und ihr Land nachhaltig verändert haben.